Hope ist ein großes Schiff. Vielleicht sind sie alle aus irgendeinem Grund da. Oder vielleicht ist hier alles mit Wurmierpocken verseucht. Ich verspüre bereits ein leichtes Jucken. Ja, und ich habe eine echte Nervensäge am Hals. Rocket, wirke deine Magie. Nein. Was? Ich sagte nein. Wann kommst du endlich zur Vernunft, Quill? Ich bin Groot. Und dann? Er wird uns durch die halbe Station zerren, wenn wir ihn lassen. Gamora, hilf mir doch mal. Ich finde, er hat recht, Peter. Wie weit gehen wir, bevor wir aufgeben? Bis wir jemanden finden. Sie können nicht alle weg sein. Okay, nur noch einen Raum. Und wenn wir dort auch nichts finden, gehen wir. Deal. Okay, noch einen Raum. Nicht zwei, einen. Ist ja gut. Ist doch cool, hier ein bisschen was zu entdecken, oder nicht? Ja. Die Tür ist geflaggt. Hier geht's nicht zurück. Ich dachte, das Movaco hätte mehr Schiffe. Es heißt, sie kriegen kein Personal. Sagt wer? Leute. An Orten. Mit so anderen Leuten. Peter Quill. Das hier habe ich gefunden. Sektor 1, bitte kommen. Durchsuchung Sektor 1 abgeschlossen. 75% Annahmequote. Wie sie es versprochen hat, habt Vertrauen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7. Mit Vertrauen. Die gute Nachricht, wir sind nicht allein. Jede Menge Funkverkehr. Sag, ich will mein Schiff wieder. Nein, Chef. Hör ich ein Aber? Naja, es klingt, als suchen sie irgendwas. Oder irgendjemanden. Vielleicht ist deshalb niemand hier. Dann sag ihnen, sie sollen ihre Goldpopos hier raufschaffen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7. Mit Vertrauen. Nee. Nein. Lasst uns weitersuchen. Oder erstmal versuchen von dieser. Die Wächter sind sich einig, dass es sicherer war, nichts zu sagen. Schon vergessen? Ob du es glaubst oder nicht, man kann Dinge auch entflaggen. Bomben gelten nicht. Was ist denn damit? Wo glaubt ihr, geht's dahin? Runter. Klingt gut für mich. Ja, aber bevor es runtergeht, wisst ihr, hey, wir gucken mal nach links und rechts. Einen Raum? Du hast gesagt, die Tür ist hinüber. Ich bin sicher, es ist nicht mehr weit. Du bist überhaupt nicht sicher. Ich bin fast sicher. Wir haben was gefunden, oder nicht? Warum zum Flak hast du nichts gesagt? Es war komisch. Irgendwas an den Stimmen auf diesem Funkkanal war merkwürdig. Ja, allein mit diesem Ding mit dem Vertrauen hier. Das war ein bisschen sehr merkwürdig. Bestimmt alle ausgeschaltet. Da sind sie alle. Irgendwas stimmt nicht. Oh, Flark. Ehrlos. Flark. Ist das irgendwie verwandelt oder irgendwie was? Das war eine Hinrichtung. Hab noch nie gesehen, dass Bullen sich gegenseitig töten. Oh, man nimmt an. Wir müssen clever vorgehen. Schüttel, schüttel. Bis wir wissen, was los ist. Und welche Seite überlebt hat. Na, das riecht ja schon nach. Bleibt alle unten und folgt mir. Action. Das an denen ist komisch. Seht doch. Sie entkomme vom Rock. Ich würde wetten, das sind die Bösen. Das würde ich auch sagen. Los. Wir brauchen einen Plan. Wir sollten das Überraschungsmoment nutzen. Eröffnen wir wirklich das Feuer auf das Novacore? Für mich sehen die nicht nach Novacore aus. So, feuer mit R1 Elementarschüsse ab. Sie verschaffen dir einen erstklassigen taktischen Vorteil. Zeigen wir es ihnen! Ich wäre nicht so entgegen von Novas. Unglaublich, dass sie ihre eigenen Leute umgebracht haben. Ah. Großer! 12 Uhr!
Uhrzeit ist unerheblich. Ja, jetzt! Ab. Wesentlich informativ. Wer sich widersetzt, bitte Sie muss getötet werden. Warum hast du uns gerufen, Peter? Bei mir läuft's da draußen super. Bei mir auch. Vielleicht sollst du mir nur nicht im Weg stehen. Oder er will, dass du dich zurücklehnst, einem Profi zusiehst und dabei was lernst. Leute, kommt schon. Diese Typen werden uns nicht ausschalten. Weil wir besser sind als sie. Und jetzt kommt unser Moment. Unser Moment wofür? Um es zu beweisen. Wer ist dabei? Was haben wir mal diese Ansprache verstanden? Okay, ist ja gut. Ich hab so viel Spielzeug, ich würde es so gern mal benutzen. Ja, guck, Peter muss das wieder machen. Und Rocket. Sehr schön, genau das hab ich gebraucht. Doch wer ihre Weltraumbrille? Ich bin bereit zum Zerstören. So gut anfühlt, Novacore-Leute auszuschalten. Ich bin bereit, auf meine Lücke. Sein Wagen wurde zum Schweigen gebracht. Der Boden hat niemand gewonnen. Wer der Bosse? Auf die Fresse hier. Ah, bam, Alter. Hartnäckig! Die
verflachen! Die Minen können sich verflachen! Was jetzt, Peter Quill? Begrüße den Tod! Wenn doch diese stößige Nova vor Rüstung nicht wäre! Okay, dann wollen wir diesen mistnasigen Soldaten mal aufschalten! Dank mir später! Da steht doch mein Name drauf! Tu ihn weh, Gamora! Schon dabei! Sprengsätze im Anschluss! Super gemacht. Na, hat sich ein bisschen gelohnt. Schwungbonus. Danke. Ich glaube nicht, dass wir heute unsere Strafe zahlen. Nee, glaube ich auch nicht. Was du nicht sagst. Das glaube ich auch nicht. Leute, Corells Schiff steht vor unserer Nase. Wir müssen einfach... Was? Was müssen wir einfach tun, Quill? Ein Haufen durchgeknallter Space Cops wollte gerade Konfetti aus uns machen. Ja, und du willst ihnen eine Revanche anbieten, weil deine Freundin Stress haben könnte? Ja. Darum geht's überhaupt nicht. Und sie ist nicht meine Freundin. Sieht aber so aus. Rocket. Hier geht es nur um eins, dass wir unser Schiff zurückkriegen. Wir finden Corell und dann ist das alles nicht mehr unser Problem. Du hast recht. Dann ist es nicht mehr unser Problem. Weil wir nicht abgemacht hatten, dass wir durch die halbe Galaxie gehetzt werden von einem Erdtrottel, der mit Bullen kuschelt. Ach, komm schon. Oh. Komm schon. Echt jetzt, Corell. Schließ dich den Wächtern an, hat sie gesagt. Ist tja, das war Hannah Sok. Okay. Spitzt mal alle die Ohren. Groot und ich, wir werden uns jetzt vom Acker machen. Nein. Jeder, der eine Mitfluggelegenheit braucht, ist eingeladen. Und wer nicht, der kann zur Hölle fahren. Oh, du bist auch ein bisschen doller Agro, Rocket, ey. Ich schließe mich der kleiner, fieser Waschbär. Wir haben's versucht. Können wir irgendwie rausfinden, wo die Hope hin ist? Warum zum Flak sollten wir das wollen? Es könnten Überlebende an Bord sein. Oder noch mehr von diesen... was immer die sind. Ich habe vor, möglichst viel Abstand zwischen uns, diesen... Rocket, komm schon! Komm schon! Ich hab dir gesagt, wir sollten gehen! Machen wir doch! Ich bin an Bord! Lass uns die Milano finden! Ich guck vorher nur noch mal ein bisschen nach rechts und links. Und versuchen dabei nicht drauf zu gehen! Endlich mal was Vernünftiges! Muss aber gestehen, mir gefällt das Outfit von Rocket irgendwie nicht. So cool ist das denn doch nicht. So. Was von dir in diesem Zyklus? Findet die Eindringlinge! Niemand darf entkommen! Wie konnte das allwissende Worldmind diesen Vorfall nicht vorhersehen? Es ist nur ein Computer, nicht Gott. Soweit wir wissen, steckt dieses verflachte Ding dahinter. Das bezweifle ich sehr. Eindringlinge in Knotenpunkt C! Außerdem müssen wir uns in die Freie kämpfen. Das nur, weil man uns nicht erlaubt, unsere Strafe zu zahlen! Wer glaubst du, wer du bist? Ups. Hey Quill, willst du ein Feuerwerk sehen? Eine Idee, wo wir hin müssen, Rocket? Hör bloß auf. Ich sag ja nur. Genau, wir kamen in einem Aufzug runter. Jetzt müssen wir rein. Hey, ihr wisst schon, dass ihr leuchtet, oder? Ja, vielleicht sollten wir heute versuchen lassen.
hat dieser auch dir besser gefallen? Kraft dir den Bauch! Sie wissen jetzt wohl, dass wir hier sind. Wir sollten sie schnell ausschalten und weiter vorstoßen. Dass diese Novakor-Leute unsere Feinde sind? Du kannst mir einfach mal fragen! Von wegen! Verlassene Station! Wir müssen wissen, dass sie nicht einfach verschwunden sind! Unsere letzte Begegnung mit der Novakor war lieber. Meinst du lieber, der Kohl versucht hat, mit seiner Ex zu schlafen? Ausschnitt aus ihnen! In Stücke geschnitten! Ich werde ihre Knochen brechen! Na, kommt jetzt nicht wirklich, du musst deinen Feind einsetzen, Naga! Bisschen überfüllt hier drin! Dann hat etwas Platz! So, Fähigkeitenpunkt. Da gucken wir doch gleich einmal hin. Mann, ich hätte nie gedacht, dass sich der Tag so entwickelt. So. Einmal kurz gucken. Fähigkeiten. So, Wurzeln. Oder. Ach komm, ich mach mit Gamora ganz gerne viel. Schattenschlag. Bäm. Gekauft. Alle müssen sehen. Alle werden glaubst du nicht, laufen. Dass sowas ähnliches jetzt auf allen Nova-Stationen passiert? Warum waren weg schon da End? Hey, du hast doch gesagt, wir müssen rauf, oder? Weiter rauf als das. Hätte mir gedacht, dass ich nochmal das Nova-Korps bekämpfe. Die sind nicht mehr Nova-Korps. Genau, das zählt nicht. Aber wer oder was sind sie? Was soll... Ach, guck mal. Dieses Leuchten. Können wir uns einmal nicht einmischen? So, irgendwo müssen wir was rumliegen hier. Wo denn? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Was habe ich eingesammelt? Das sind noch irgendein Ding hier, oder? Keine Ahnung. Gucken wir weiter nach oben. Ach, guck an. Ja. Durchsuch Sektor 7. Hey, hier kommen wir durch. Ich bin Groot. Für dich reicht's. Zieh einfach den Bauch ein. Vielleicht ist Corell mit ihrem Schiff zurück nach Xander. Als ob Rocket da. Naja. Ach, das ist ja diese komische Sekte hier mit diesem Typen da, ne? Seht euch den Großen an. Der gehört doch nicht zu Nova. Nee, definitiv nicht. Seht, wie seine Magie zu dem Altar fällt. Es gibt überhaupt keine Magie. Kommt schon, gehen wir. Stimmt, Infinity-Stein. Geht ja am meisten um Infinity-Stein. Als wären wir über einen unheimlichen Kult gestolpert. Ich sag's nochmal, das ist nicht unser Problem. Das wird es aber, falls sie Nova-Korps übernommen haben. Kein Nova, keine Strafe. Kein Problem. Wir sollten das vielleicht jemandem mitteilen. Erzähl's deinem Tagebuch. Kommt, hier runter. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich bringe lediglich Abstand zwischen uns und diese Irren. Diese Tür ist versperrt. Ich sagte hier runter. Ja, warte doch mal ab. Guck doch mal ganz gerne. Kann ja auch durchaus sein, dass hier doch noch was rumliegt. Ein Sammelobjekt oder was anderes Schönes.
schön, dass du dich uns anschließt. Was kann schaden, wenn man nachsieht? Was kann schaden? Oh, bezahlen wir einfach unsere Strafe? Sehen wir uns einfach mal um. Lasst uns mal über eine verflachte Kultmeuterei stolpern. Schade. Ich bin Groot. Warum kann ich das nicht? Es ist seine Schuld. Ich werde nie wieder mit ihm reden. Würdest du... Ja, ich kümmere mich um die Tür. Jemand muss uns ja... Oh! Tilt die Ungläubigen! Verflachter Mist! Kann denn gar nichts mehr sagen! Schlitz sie auf! Wie wär's, wenn ihr Jungs einfach weiter betet? Die Nehmer zeigt keine neuen Mitglieder auf! In dieser Position... Sie lassen echt den Sport frei, komm mit! Mal sehen, wie diese Feldwächter auf ihrem Niveau operieren! Tu ihm weh! Das ist dein Ende! Mann, und ich dachte, normale Zenturions wären übel! Sie sind nicht komplett weg! Wir hätten auf die Instinkte des Lagers vertrauen sollen! Dafür ist es jetzt ein bisschen spät! Irgendein geletzten Sorge! Ich wollte nicht hier sein! Sie scheinen nicht interessiert zu sein, Lager! Du sollst sie aufschalten, nicht fehlen! Sag das doch nicht! Der Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Korrekt. Der Elektrofor sollte verschwinden wie verquillt. Leute, Gruppe bilden. Genau, einmal nochmal hier Super Huddle. So, gut, das sieht auch ganz nett aus. So aufgeregt war ich seit dem galaktischen Krieg nicht mehr. Was da guck einer an. Auf Quill. Sie hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Okay, okay, schon klar. Diese Typen da draußen? Der Kampf gegen sie bringt das Blut zum Kochen. Oh ja. Aber wenn es zu heiß wird, macht euer Herz schlapp und die Niederlage rückt näher. Haltet den Kurs, dann lassen wir sie alle hochgehen. Wer ist dabei? Ultras Gefühle müssen warten. Utahs Gefilde müssen warten. Okay. Gamora, erledige sie! Wer hat ich gesagt, dass wir abhauen sollen? Das ist zu sein, Lager! Vielleicht hat der Zauberer ihnen besondere Kräfte verliehen. Es gibt keine Zauberei! Sag mal, haust du mich etwa? Spacko, Ey! Dann sorgen wir für Chancengleichheit! Merk es, und du fragst nie! Jetzt, Gamora! Schämt euch drinnen! Wo ist er denn noch hin? Die Ausrüstung des Großen sabotiert! Hoffentlich haben sie die Milano nicht gefunden. Dann sag es ihnen nicht. Der Oberkursoldat setzt immer neue Schwebedinger ein. Die Zeit ist frei für ein wenig Massenkontrolle. Schaltet sie aus. Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Dress, hält die Zahnabschluss auf Ofen. Sehr gut, Peter Quill. Die Ofen werden stark. Nicht der Schild ist, sind's die Minen. Es reicht. Du sagst es, erledigen wir den Kerl. Zeig deine Äste, Grün. Wir hätten auf die Instinkte des Lagers vertrauen sollen. Woher hätte ich wissen sollen, dass ich das so entwickle? Ich komme an meine Grenzen. Bleib bei mir, Großer. Ich bin gut. Der Bomber stört von beiden einen Flow! Steh auf, Groß!
Großer! Peter Quill, entfesse dich gegen diesen Nacken! Was jetzt, Peter? Alter! Quill hat's gerade erwischt! Rasenkomisch! Die Dinger nerven aber extrem hier. Korrekt! Der Elektro-Vorsoldat muss als nächstes weg! Was jetzt, Peter? Endlich! Check meinen verschlagten Rücken, während ich mich um die Tür kümmere! Ja, bitte. Sicher, dass du sie aufkriegst? Musst du bei jedem Schritt an mir zweifeln? Hab ich nicht! So, gehen wir! So, mach auf den Scheiß, ja. Ich bin nur... Klar. Diese Türen wurden verbarrikadiert. Jemand hat zumindest versucht, Widerstand zu leisten. Hat ihm wahnsinnig viel geholfen? Das wissen wir nicht. Es könnten noch andere auf der Station sein. Oder es waren die Überlebenden, die mit der Halas hochgeflohen sind. Waren wir im selben Aufzug? Gamora hat recht. Ist das? Tun wir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Flark, können wir endlich gehen? Ach shit, jetzt habe ich nicht gesehen. Was habe ich verpasst? Ganz traurig. War das hier der Häftling? Den wir nochmal gesehen haben, der irgendwo weiter runtergefallen ist? R73-4PL. Meinst du das ernst? Immer. Du bist meine neue Lieblingsperson, Muskelpaket. Ich bin Groot. Nein, nicht wirklich.